Meine Masterfolie erstellen. In Impress. LibreOffice 6. Dieses Video zeigt, wie eine eigene Masterfolie in Impress erstellt werden kann. Alle Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter Impress öffnen. Bereits beim Aufruf von Impress erscheint die Dialogbox Wählen einer Vorlage. In dieser werden fertige Präsentationslayouts angeboten. Wir klicken auf Abbrechen und erhalten die einfache Standardvorlage. Aus der Standardvorlage wollen wir eine eigene Masterfolie erstellen und als Vorlage speichern. In der Seitenleiste Eigenschaften ist das Bildschirmformat auf 16:9 im Querformat eingestellt. Dies entspricht den heutigen Vorlagen und dem damit weit verbreiteten Bildschirmstandard. Wenn ein anderes Bildschirmformat ausgewählt wird, sind die vorhandenen Felder nach Bedarf anzupassen. Layout auswählen. In der Seitenleiste können je nach Bedarf unterschiedliche Layouts ausgewählt werden. Wir lassen es bei dem markierten Layout, Titelfolie. Masteransicht einschalten. Weiterhin befindet sich in der Seitenleiste Eigenschaften auch der Button für die Masteransicht. Wir klicken auf den Button Masteransicht. In der Masteransicht kann nun das Format, Größe, Schriftart, Farbe aller Elemente, wie Überschrift, Text und die Felder der Fußzeile, die auf allen Folien der Vorlage zu sehen sein sollen, angepasst werden. Elemente bearbeiten. Wir bearbeiten nun diese Elemente. Master umbenennen. Im ersten Schritt wählen wir Master umbenennen. Die Dialogbox Folienmaster umbenennen zeigt als Name der Masterfolie Standard an. Nun können wir einen geeigneten Namen, zum Beispiel Masterfolie LibreOffice eingeben. Und klicken OK. Format der Überschrift anpassen. Wir markieren den Text in der Überschrift mit der Maustaste. Nun wählen wir bei Eigenschaften die Schriftgröße 40. Für die Schriftfarbe wählen wir Hexadezimal 18A303 aus. Wir markieren den Rand des Überschriftenfeldes und wählen in der Seitenleiste für Breite gleich 22,00 cm aus. Die Höhe setzen wir auf 2,69 cm. Ein Logo einfügen. Da wir das Überschriftenfeld gekürzt haben, können wir nun rechts daneben ein Logo platzieren. Wir klicken in der Symbolleiste Standard auf das Symbol Bild einfügen. In der sich öffnenden Dialogbox Bild einfügen wählen wir das Bild Logo Quadrat PNG aus. Wir klicken auf Öffnen. Das Logo wird zentriert auf die Folie platziert. Bei markiertem Logo ändern wir die Maße bei Position und Größe in der Seitenleiste. Position X gleich 23,90 cm. Position Y gleich 0,62 cm. Breite gleich 2,69 cm. Höhe gleich 2,69 cm. Felder der Fußzeile anpassen. Wir rechtsklicken in der Fußzeile auf Datum Uhrzeit und wählen Vorlage bearbeiten aus. Im Tab Schriftart wählen wir für westlichen Text die Schriftart Liberation Sans aus. Im Tab Schrifteffekte wählen wir für die Schriftfarbe Hexadezimal 18A303 aus. Diese Änderung wirkt sich gleichzeitig auf die anderen Fußzeilenfelder, Fußzeile und Foliennummer aus. Masteransicht schließen. Wir klicken auf den Schriftzug Masteransicht schließen.
Angaben für Fußzeile eintragen. In der Fußzeile sind die Angaben für Datum, Uhrzeit, Fußzeile und Foliennummer noch nicht zu sehen. Deshalb klicken wir jetzt im Menü auf Einfügen, Kopf und Fußzeile. In der sich öffnenden Dialogbox Kopf und Fußzeile müssen wir noch die entsprechenden Angaben machen. Hier im Beispiel tragen wir ein. Bei Datum und Uhrzeit fest tragen wir das aktuelle Tagesdatum ein, zum Beispiel den 12. Juni 2018. Bei Fußzeilentext tragen wir ein, zum Beispiel Werbung für LibreOffice. Bei Foliennummer setzen wir ein Häkchen. Nun klicken wir auf Zuweisen. Masterfolie als Vorlage speichern. Im Menü klicken wir auf Datei, Vorlagen, als Vorlage speichern. In der Dialogbox als Vorlage speichern wählen wir die Kategorie Präsentationen. Als Vorlagename geben wir ein, zum Beispiel LibreOffice Werbung. Wir klicken auf Speichern. Alle Anleitung und weitergehende Informationen finden Sie unter www.fuzzeile.de.